wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Was sollen wir sonst machen? Ist irgendwas drin? Nee, toll. Nur Schlange. Ach. Oh, hallo. Ach, da wollte ich natürlich wieder ganz geschickt sein und habe mich hier ankrotzen lassen. So, da steht jemand. Da kann ich hoch. So, da an deiner Kurbel habe ich eben den Typ weggeschossen. Das war auf jeden Fall diese Falle mit den Speeren. Also da jetzt bitte mal nicht dran drehen, ich stehe nämlich da gerade drin. Mhm. Gut. Ach, bleib doch mal ruhig hier. Wenn man nicht weiß, wo seine Sachen sind, das ist immer blöd. Ich dachte, ich regel das hier mal auf die altmodische Art. Na, der kann da durchkotzen, aber ich kann nicht da durchschießen. Das ist auch eine Frechheit. Habe ich mich hier wirklich super toll gedreht. Ich hoffe, der kotzt mich von hinten nicht an, weil dann bin ich tot. Man sieht die Messer ja noch über mir. Und das war ja klar. Also, ich warte hier mal, ne? Ja, ich habe die Kurbel, ich komme wieder. Ich bin unterwegs. Muss ich denn da jetzt hier die Kurbel da auch irgendwie drehen, oder? Ach so, okay. Nö, ich lass dich einfach weiter und dann musst du jetzt hier für mich wieder was tun. Ein ständiges Geben und Nehmen. Ja, mach ich doch gerne. Ich nehme lieber so eine dicke, dicke Flinte. So, hier sind zwei. Wie es aussieht, kommen wir endlich hier raus. Los, gehen wir weiter. Ich habe genug von diesen Katakomben. Ja, ich auch. Ja, super geschickt. Toll. Willkommen im Mittelpunkt der Erde. Toll. Ja, immer tiefer, immer tiefer. Ist kein Problem. Das grunzt auch schon wieder überall. Und so richtig sehe ich den Weg hier auch nicht, aber man kann ja immer mal springen. Sehr dunkel. Ja, das war auch super. Ich dachte, ich könnte dem hier wieder seine eigene Fackel oder was ins Maul stecken. Hinter uns ist alles voll.
schön. Was haben die eigentlich? Explodiert das? Du hast den, ne? Ich versuch's. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Ja. Ich versuch's nochmal. Versuch niemanden neben mir zu erschießen, der brennt. Dann klatscht. So, und weiter gilt natürlich die Devise, bloß keine Munition verschwenden bei solchen Pipifax-Leuten hier. Nicht so nah an dem stehen bleiben. Oh. Ach, hier so ein Schreihals. Ja, du weißt doch, dass die immer am Ende nochmal wild brüllen. Ja. So, da oben kommt wieder ein Fackeltyp. Um den kümmere ich mich, wenn er kommt. Ja, toll. Kann ich dir... Nee, ach, ich bin ein Profi. Ich krieg das hin. Also... Entschuldigung, dass ich nur drüber nachgedacht habe. Der läuft einfach weg. Er scheint mir wieder so ein Schreityp zu sein. Und ich will eigentlich nicht, dass der da hinten rumbrüllt. Naja, treffen tue ich trotzdem nicht. Oh Mist! Oh. Leon! Das ist sehr nett von dir. Ja. Vorsicht! Nicht immer da und so. So, da schreit gleich wieder einer. Ich würde da nicht stehen bleiben. Oh, ja. Ja, ich glaube, der ist schon. So, weggehen. Wieder. So, da liegt noch Munition für dich parat, wo ich stehe. Mhm. Ich mal gucken. Das ist hier die Schwache. Da.
andere kann ja direkt mit explodieren. Oder der ist, glaube ich, sogar sofort runtergefallen. Naja. So, eigentlich wollte ich den da erschießen. Ja. Ach, wenn die so von allen Seiten kommen können. Ach, das ist auch nicht so geil. Da kommt so ein... Ach, der ist schon... Ach so, der hat sich jetzt tatsächlich von unten auf den Weg gemacht. Jetzt habe ich dir helfen gedrückt und das war... Ich weiß nicht, was das war. Jedenfalls hat der Fetti sich von unten auf den Weg gemacht, um uns hier oben anzugreifen, nur weil ich den ein bisschen beschossen habe. Mhm. Ist ja unfair. Der musste also nicht die ganze Zeit wild rumspringen, um hier hochzukommen. Ist es jetzt mal ruhig hier, oder? Ja, hier hätte ja eigentlich der Fetti auf uns gewartet. Ach so. Der Übergewichtige, nicht Fetti. Na, Schrot ist immer gut. So, da ist wieder Munition für dich. Überall praktisch. Nehme ich. Wo liegt man? Hier hinten liegt noch mal was. Und hier muss ich dich wieder rüberwerfen. Moment, ach, nö. Werden wir wieder getrennt? Nein. Das mag ich ja eigentlich nicht so. Helena, weg da! Och Gott. Nee. Oh, schneller. Wenn du noch ein bisschen nach oben kommst, kann ich die treffen. Ich brauche Hilfe. Ich halte einfach rein. Das sollte eigentlich nicht bis zu dir kommen. Ja, warum bin ich denn jetzt runtergefallen hier? So, hinter dir ist nichts mehr. Nimm dir Zeit. Bin ich ganz allein. Wie, was? Also... Moment. Wo bist du denn? Ich sehe hier nur dieses blaue Licht bei dir. Ach, da. Ja, genau, da bin ich. Okay, ich versuche dir mal Schützenhilfe zu geben. Ja, bitte? Da kommt auch irgendwas auf dich zu. Es reicht. Halt endlich die Klappe. Du machst immer Probleme. Den hast du schön aus der Luft geholt. Ja, aber... Ja, ich hab den immer noch diesen Stein zwischen mir und dem, wo ich schießen kann. Weg. Nein, Mensch. Ah, das war auch... Danke. Okay. Mensch, ist das aufregend. So, wie, wo, was, wo kann ich schnell weiter? Ich sehe im Moment nichts mehr, was bei dir kommt. Ich sehe aber auch nicht genau, wo du bist. Ich weiß nur, dass du gleich wieder zu mir hochkommen musst. Ich bin jetzt wieder in so einem blauen Licht. Ich da... Oh! Mädel, mach schneller. Da wieder so ein Funz. Der ist weg. Kein grünes Kraut kann ich mehr aufnehmen. Nein. So, und ich glaube, du musst mir diese Leiter hier mal runterlassen. Aber solange es noch brüllt, weiß ich nicht, ob noch mal von irgendwo was kommt. Schau dich lieber noch mal um. Ach ja. Moment.
Gut. Bei mir kommen sie nämlich auch mal wieder. Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Soll ich jetzt anfangen? Also ich höre im Moment nichts mehr. Das Na, natürlich höre ich nichts mehr. Ich kann auf jeden Fall mal zielen und ich sehe ja, wenn was bei dir kommt, dann sage ich dir, du sollst aufhören. Vielleicht einfach mal anfangen. Man merkt aber nicht, dass ich Angst habe, oder? Hinter dir kommt einer. Den treffe ich natürlich auch nicht. Oh. Was? Ach, da. Ein Spucker. So, ist er weg? Okay, du kannst eigentlich nochmal anfangen. Ich weiß ja jetzt, von wo der kam. Ich gucke einfach mal, ob da noch der nächste kommt, wenn du wieder anfängst. Wunderbar. Oh Gott. Zum Glück. Also das ist das Setting und alles, das macht mich sehr nervös. Aber ist auch gut. Irgendwo brüllt auch wieder irgendwas. Ach da. Da. Gucke mal. Ach ja. Naja, ansonsten können wir hier diesen Stein runterschubsen. Mal gucken, was passiert. Mit vereinten Kräften. Das geht schon. Das ist bestimmt kein Problem. Physikalisch auf jeden Fall möglich. Und einfach hinterher, ist ja egal, was der Stein da weggerissen hat. So, und ich habe die ganze Zeit ein Magazin für die Klapperschlange hier gesammelt, aber noch nie benutzt. Hab ich, glaube ich, auch noch nicht. Ja, natürlich. Ach, oh Gott. Beide. Also rennen ist wieder nicht. Aber dafür ist es zombie-mäßig gerade ganz ruhig. Und ich brauche dich bei der nächsten Zugbrücke.